Hallo und herzlich willkommen zu meiner Haut- und Pflegeroutine. Das haben sich ja einige wirklich gewünscht, dazu mal ein kleines Update zu erhalten. Und ich muss sagen, ich bin gerade auch wirklich besonders zufrieden. Das liegt vor allem an der Reinigung. Und als allererstes fange ich natürlich mit dem Abschminken an. Ich benutze momentan für die Augen vor allem diesen ölhaltigen Augen-Make-up-Entferner von Rituals. Und ich habe wirklich gemerkt, seitdem ich einen separaten Augen-Make-up-Entferner benutze, kriege ich wirklich alles viel schneller, viel besser runter, ohne groß zu reiben. Da war ich jetzt gerade unterwegs, deswegen habe ich einfach den Rest, der noch auf dem Wattepad war, auch für das gesamte Gesicht benutzt. Ansonsten nehme ich da gerne auch ein Micellenwasser. Dann das absolute Herzstück meiner Reinigungsroutine ist dieses Gesichtsreinigungsöl. Das habe ich euch ja auch gerade erst kürzlich vorgestellt. Ich nehme das immer mit so einem kleinen Tuch runter und erst gebe ich das Ganze in die Hände auf das, Achtung, trockene Gesicht, ganz wichtig. Und dann gebe ich meine Haut so eine richtig kleine Wellness-Massage. Das Tuch habe ich unter wirklich sehr, sehr warmes Wasser gehalten, ausgebringt und dann lege ich das aufs Gesicht, lasse das einwirken. Dadurch habe ich das Gefühl, öffnen sich die Poren und dann nehme ich das alles komplett ab. Der nächste Schritt ist absolut optional, das ist eine Maske. Meine absolute Lieblingsmaske ist immer noch die Aesop Parsley Seed Mask. Die ist so ein bisschen grau-grünlich und trocknet auf der Haut. Und danach habe ich wirklich das Gefühl, dass Talg und Unreinheit wirklich bekämpft werden. Weiter geht's mit einem ähnlichen Produkt in Tonerform. Und zwar ist das von Alverde die Clear Gesichtstonic Heilerde Lotion oder eben ein Toner. Das ist eigentlich ein Gesichtswasser und wurde vor inzwischen einer ganzen Weile neu formuliert. Das heißt, jetzt hat man nicht mehr so kleine Tonerdebröckelchen im Gesicht. Diesen Step habe ich schon seit wirklich Jahren in meiner Hautpflegeroutine und ich möchte es absolut nicht missen. Hingegen ganz, ganz neu ist hier von Biotherm die Maske, die ich euch auch bereits in meiner Vlog-Style Get Unready With Me Abendroutine vorgestellt habe. Die riecht wunderbar frisch und seitdem ich sie benutze, nämlich genau seit diesem Video fast tatsächlich alle 2 Tage, ist meine Haut so prall und so gepflegt wie noch nie. Die ersetzt bei mir, auch wenn ich sie benutze, so ein bisschen die Nachtpflege. Je nachdem, gerade jetzt im Sommer, wo ich nicht super viel Feuchtigkeit gebraucht habe, hat mir das ausgereicht. Was bei mir nicht fehlen darf, ist auf jeden Fall eine Augenpflege. Ich habe immer noch sehr, sehr gerne von Ultrasun diese hier. Die hat auch einen Lichtschutzfaktor 30. Manchmal tausche ich die natürlich abends dann gegen eine andere aus, da immer noch sehr, sehr gerne von Kiehl's die Avocado-Pflege. Und wie ihr seht, tupfe ich die ganz, ganz sanft mit dem Ringfinger ein, weil die Haut unter den Augen wirklich super, super empfindlich ist. Also da, sei es jetzt beim Augen-Make-up entfernen oder auch beim Eincremen, immer schön aufpassen, immer ganz, ganz sanft, nur nicht an der Haut ziehen, weil das kann dann auch schneller zu Fältchen führen und so kann man der Haut eben ja ganz besonders sanft Gutes tun. Dann ein Step, den ich nur alle paar Tage mal mache, das ist ein Fruchtsäurepeeling. Generell kann ich das euch sehr empfehlen, dass ihr euch eher nach ja, Fruchtsäure- oder Enzympeelings umseht und nicht so sehr auf mechanische Peelings zurückgreift, weil das viel, viel schonender für die Haut ist. Ja, und das waren alle Steps. Klar, die Masken sind bei mir eher mal abends dran, genauso die Fruchtsäure, aber ansonsten mache ich auch morgens und abends tatsächlich fast das Gleiche und versuche das eigentlich momentan so minimalistisch wie möglich zu halten. Ich weiß, die Definitionen gehen da bestimmt auseinander und ja, das war's dann auch schon mit meiner Hautpflegeroutine. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz, 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 ganz bald in einem neuen Video wieder. Bis dann!